Stell dir vor, du hast Sex mit einem Typen. Läuft auch alles ganz gut, ihr habt gesagt, klar, safe, mit Kondom. Doch dann merkst du irgendwann, er hat das Kondom einfach abgenommen. Und zwar ohne dir was davon zu sagen. Das Ganze nennt sich Stealthing und manchmal landet so ein Fall vor Gericht. Wie im Fall von Lena. Lena trifft sich mit Max bei ihm zu Hause. Sie haben hin und wieder unverbindlichen Sex. Es ist so eine ganz klassische Freundschaft plus und die beiden kennen sich schon seit ein paar Jahren. Auch an diesem Nachmittag kommt es zum Geschlechtsverkehr und der beschäftigt noch 3 Jahre später die Gerichte. Laut den Akten schildert Lena den Nachmittag so. Sie treffen sich in Max' Wohnung und haben einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Da sie das nicht zum ersten Mal tun, weiß Max, dass es die generelle Absprache zwischen ihnen gibt, nur mit Kondom. In einer kurzen Pause nimmt er es allerdings ab. Lena bekommt das nach eigener Aussage nicht mit. Die beiden schlafen nochmal miteinander, diesmal aber ohne Kondom. Als Lena das bemerkt, wird sie sauer und verlässt die Wohnung. Für Lena hat Max eine Grenze überschritten. Sie will das nicht hinnehmen und geht noch am selben Tag zur Polizei. Sie glaubt, dass sie sich auf den neuen Nein-heißt-Nein-Paragraphen berufen kann. Seit 2016 gibt es den neuen Paragraphen 177 Absatz 1, der besagt, dass es strafbar ist, gegen den erkennbaren Willen einer Person sexuelle Handlung an ihr durchzuführen. Das heißt übrigens nicht mehr, dass sich die Person körperlich wehren muss. Ein Nein reicht völlig aus. Und Lena hat halt eben Nein zu Sex ohne Kondom gesagt. Dass Lena grundsätzlich beim Sex auf ein Kondom bestanden hat, ist laut den Akten zwischen ihr und Max unstrittig. Er hat jedoch die konkrete Situation ganz anders wahrgenommen. Später wird er dazu eine Aussage machen. Lena beschließt, sich eine Anwältin zu nehmen und landet bei Kerstin Bartsch. Ich treffe sie in ihrer Kanzlei in Kiel. Als ihre Mandantin zu Ihnen gekommen ist und Ihnen die Geschichte erzählt hat, war für Sie da direkt klar, dass es sich um eine Straftat handelt? Für mich schon. Also nach der neuen Strafrechtsreform, die da schon noch nie so lange, aber die da schon galt, war das für mich ein sexueller Übergriff nach 177 Absatz 1. Frau Bartsch will den Fall vor Gericht klären, aber das Amtsgericht Kiel beschließt, den Fall nicht zu verhandeln. Also das Gericht könne gar nicht erkennen, warum eine Straftat vorliegt, denn das sei einvernehmlicher Geschlechtsverkehr gewesen. Die Begründung des Gerichts? Der Paragraph regelt nur das Ob, nicht das Wie. Das heißt, eine Person kann Nein dazu sagen, überhaupt Sex zu haben. Währenddessen aber greift nach Meinung des Amtsgerichts der Nein-heißt-Nein-Paragraph nicht. Für Kerstin Bartsch unverständlich. Das wurde auch im Zuge dieser Diskussionen, wurde auch so gesagt, naja, dann müsste das ja auch strafbar sein, wenn man sich einig ist, der Mann trägt beim Sex, was weiß ich, eine gelbe Mütze und hat dann aber eine rote auf. Und ich finde, dann fängt es auch wirklich an, lächerlich, das lächerlich zu machen und das wird auch diesem Übergriff überhaupt nicht gerecht. Lena und ihre Anwältin wollen nicht akzeptieren, dass das Gericht den Fall nicht verhandeln will. Es beginnt ein Weg durch die Instanzen. Kerstin Bartsch und die Staatsanwaltschaft legen Beschwerde beim Landgericht Kiel ein. Hier wollen sie erreichen, dass Stealthing als Straftat eingeordnet wird, um den Fall von Lena dann zur Verhandlung bringen zu können. In anderen Fällen haben das Kammergericht Berlin und das Landgericht Freiburg schon so entschieden. Und auch das Landgericht Kiel entscheidet, Stealthing ist eine Straftat. Lenas Fall muss am Amtsgericht verhandelt werden. Es kommt also doch zum Prozess. Max erzählt seine Version da ungefähr so. Lena habe an dem Nachmittag bedrückt gewirkt. Die beiden hätten gekuschelt und dabei habe er wieder eine Erektion bekommen. Sein Penis habe ihre Beine berührt. Da hätte Lena laut Max merken können, dass er kein Kondom mehr getragen hat. Dann sei alles ganz schnell gegangen. Max gab vor Gericht an, dass er wie ferngesteuert war und das alles nicht mehr unter Kontrolle hatte. Lena habe sich so bewegt, dass sein Glied in sie eingedrungen sei. Nach dem Sex hätte Lena gefragt, wo das Kondom sei. Max sagt, er hätte gedacht, sie habe gewusst, dass er es vorher abgenommen hatte. Denn Lena sei sexuell sehr erfahren. Er sei komplett neben sich gewesen und habe sich bei ihr entschuldigt. Max sagt aus, dass er nochmal versucht hätte, mit Lena zu sprechen. Sie sei aber direkt an ihm vorbei nach draußen gerannt. Das Amtsgericht urteilt nach einem Prozesstag, Max' Verhalten war nicht strafbar. Lenas Aussage wird vor Gericht nicht angehört. Die Akten zeigen, dass Lena und Max die Situation an dem Nachmittag völlig unterschiedlich erlebt haben. Hinter dem Verfahren steht aber eine bundesweite Diskussion. Rechtsanwältin Kerstin Bartsch findet, wenn es nicht strafbar wäre, heimlich das Kondom abzuziehen, benachteilige das Frauen. Also der Wille des Mannes ist wichtiger als der der Frau, weil der kann letztlich sagen, nö,
dein Wille ist mir ziemlich egal, ich habe aber Bock, das ohne zu machen, weil das schockt mich mehr an oder wie auch immer. Dein Wille ist dann ja letztlich weniger wert. Vor Gericht sagt Max außerdem, dass er gerne mit Lena befreundet bleiben würde. Was ich aber wirklich krass fand, ist, dass der Richter sie nicht mal angehört hat. Er hat ihn einfach nach seiner Aussage freigesprochen. Ich habe jetzt einen Termin mit der Pressesprecherin und ich bin mega gespannt, was sie dazu sagt. Denn das Landgericht hatte ja schon entschieden, dass Stealthing strafbar ist. Deshalb hätte eine umfassende Beweisaufnahme stattfinden müssen. Warum hat der Richter Lena da nicht aussagen lassen? Das frage ich Miriam Wolf. Weil er der Auffassung war, dass es rechtlich nicht strafbar ist. Das heißt, wenn sie jetzt gesagt hätte, das war so und so, übrigens war in dem Fall, ich war auch in der Hauptverhandlung, war der Angeklagte auch weitestgehend geständig. Einzelheiten wurden dann da weiter nicht erörtert. Also er hätte sie jetzt befragt und es hätte aber ja an seiner rechtlichen Auffassung nichts geändert. Mit dieser Begründung können aus Sicht des Gerichts Männer beim Sex das Kondom also einfach abziehen, auch wenn die andere Person das nicht will? Also es kann ja bestraft werden, wenn es eine Vorschrift darüber gibt. Wenn eine Vorschrift regelt, das ist strafbar, dann wird das bestraft. Aber genau das verstehe ich nicht, weil Frau Bartsch hatte mir ja gesagt, dass Stealthing in Paragraphen 177 auf jeden Fall mitgemeint ist. Und es gibt ja auch verschiedene Gerichte, die schon so entschieden haben. Ich muss unbedingt mal Xenia anrufen, damit sie mir weiterhelfen kann. Xenia ist die Juristin in unserem Team. Ich möchte von ihr wissen, wie es möglich ist, dass ein und dieselbe Handlung von einem Gericht als strafbar beurteilt wird und von einem anderen nicht. Man muss sich so ein bisschen klar machen, dass Urteile ja nicht wie eine Matheaufgabe zustande kommen, sondern dass Rechtsnormen, wie zum Beispiel 177 StGB, aus abstrakten Begriffen bestehen. Und die Aufgabe des Gerichts ist es dann eben, diese abstrakten Begriffe im ganz konkreten Einzelfall auszulegen. Und ja, auch Gerichte können eben unterschiedlicher Rechtsmeinung sein. Lena will die Entscheidung des Gerichts nicht hinnehmen. Zusammen mit ihrer Anwältin geht sie nun noch eine Instanz höher. Sie legen Revision beim Oberlandesgericht in Schleswig ein. Das OLG lässt die Revision zu und bestätigt, Stealthing ist strafbar. Der Fall von Lena und Max muss also erneut vor dem Amtsgericht verhandelt werden. Unabhängig von dem Fall der beiden ist Stealthing ein echtes gesellschaftliches Problem. Auf Telegram schicken sich Stealther zum Beispiel Videos, wie sie heimlich das Kondom abnehmen. Angeblich ist das alles ein einvernehmlich ausgelebter Fetisch, aber kontrollieren kann das natürlich niemand. Ein User schreibt zum Beispiel, I love when they check for it and feel the rubber, thinking it's still in. Ja, hier schreibt einer zum Beispiel, this bitch didn't even notice. Und ein Video. Wenn sie auffliegen, tun sie gerne so, als handle sich das alles nur um ein Versehen. Aber das stimmt natürlich nicht. In einem Guide wird sogar explizit die Mach mal nicht so ein Dramamascher empfohlen. Der Typ schreibt, natürlich kannst du aber auch immer versuchen zu sagen, was denn? Ich dachte, du wüsstest, dass ich das Kondom ausgezogen habe. Wie konntest du das nicht spüren? Ich dachte, du wusstest es. Ich finde das nicht nur super frauenverachtend, sondern auch gefährlich. Man weiß schließlich nicht, welche Krankheiten die andere Person hat. Und dann kommt noch das Risiko dazu, dass man ungewollt schwanger werden könnte. Viele Gründe, die dafür sprechen, Stealthing grundsätzlich als Straftat zu behandeln. Müsste Stealthing Ihrer Meinung nach expliziter in § 177 genannt werden? Nein, nach meinem Dafürhalten nicht. Ich finde, es ist alles gesagt damit. Also wer gegen den erkennbaren Willen einer Person sexuelle Handlungen vollzieht. Nein, muss es nicht. Die Urteile der anderen Instanzen bewirken auch einen Perspektivwechsel bei Pressesprecherin Miriam Wolf. Sie hat ihre persönliche Haltung in Bezug auf Stealthing als Straftat geändert. Ich habe das am Anfang auch so gesehen wie mein Kollege und habe dann, nachdem ich die Begründung des Oberlandesgerichts gelesen habe, habe ich gedacht, ich konnte das gut nachvollziehen. Also es ist ja durchaus so, dass man zu einer Überzeugung kommt und dann liest man ein anderes Urteil und dass man sagt, da haben die aber recht. Also das habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Auch 3 Jahre nach dem Vorfall in Kiel will Lena weiter vor Gericht kämpfen. Aber ich denke, der Hauptantrieb ist, trotz aller Belastung, die damit einhergeht für sie, dass sie Rechtssicherheit für alle betroffenen Menschen von Stealthing herstellen möchte. Bald könnte es in Lenas Fall ein neues Urteil geben. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 beginnt der erneute Prozess am Kieler Amtsgericht. Stealthing ist nicht nur in Deutschland ein Thema. Seit Anfang Oktober gibt es in Kalifornien ein Gesetz, das explizit festlegt, dass Stealthing eine Straftat ist. Was denkst du? Sollte es auch in Deutschland so eindeutig definiert werden? Erzähl mir deine Meinung in den Kommentaren und abonniere gerne unseren Kanal.
Hier kommst du zu unserem letzten Video und schau auch gerne bei Auf Klo vorbei. Dort sprechen vier Frauen darüber, wie ihre Grenzen überschritten wurden.